Franka, was machst du hier? Hey! Hörst du mich? Bianca, hörst du mich? Sag doch was. Hallo, Eddie. Mensch, du hast mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Sitz doch nur hier. Im Dunkeln, bei den Temperaturen. Es ist kalt. Ach was. Du kannst hier nicht sitzen bleiben. Warum denn nicht? So. Komm her, leg den Arm um mich. Ich bring dich jetzt nach Hause. Zwei Pinot in Riesling. Oh, ist eure Heizung kaputt? Nein, wieso? Auf Energiesparmodus. Ist ganz normal warm, wie immer. Ist so kalt. Vielleicht blutest du was aus. Ja, vielleicht. Das wäre ja nicht so prickelnd kurz vor der Abreise. Ein bisschen Medizin ins Bett und dann kriege ich das schon wieder hin. Judith hat mir erzählt, dass sie vorhin mit Bianca hier war. Du hattest recht, ich habe Bianca lange nicht mehr so glücklich erlebt. Jetzt übertreibt man nicht. Also vor Glück geplatzt ist sie nicht gerade. Aber sie wirkt irgendwie entspannt und erleichtert. Ja, genau das wollte ich ja sagen. Die Verlobung zu lösen war sicher nicht einfach für sie, aber ich glaube, ihr ist doch ein Stein vom Herzen gefallen. Es schien ihr jedenfalls nach der Trennung besser zu gehen als davor. Das ist gut. Sag mal, ich glaube, wir rufen dir ein Taxi, hm? Dann machst du, dass du mit einer Wärmflasche ins Bett kommst. Ach, lass mal gut sein, die paar Meter schaffe ich schon noch. Ich gehe da mal. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss, Oliver. Gute Besserung. Das sind ja Eisklötze. Keine Angst, die kriegen wir wieder hin. Danke, Eddie. Wofür? Ich kann dich doch nicht einfach erfrieren lassen. Warum eigentlich nicht? Gibt es in diesem Haushalt auch eine Wärmflasche und ein Fieberthermometer? Im Bad. Bin gleich wieder da. Thank you.
Ich kann nicht mehr. Mit ihm geht ein Teil von mir. Der Teil, der mir Kraft und Hoffnung gab. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wovon? Von Bianca. Erst die Trennung und dann fährt sie so einfach in den Urlaub. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das packt. Was für eine Trennung? Na, Bianca und Pascal haben die Verlobung gelöst. Woher weißt du das? Wir hatten heute Mittag eine kleine Versammlung und da hat es Pascal erzählt. Hat sie nicht mit dir darüber geredet? Nein. Wo ist sie hingedüst? Nach Mallorca. Das haut mich jetzt echt um. Und hat Pascal erzählt, warum sie sich getrennt haben? Naja, er sagt, sie hätten sich in aller Freundschaft getrennt. Oh, Mist, nur Maybox. Ja, hallo Bianca, hier ist Heiko. Das sind ja wilde Neuigkeiten. Sophie hat mir gerade erzählt, dass ihr die Verlobung gelöst habt. Ich wollte mal wissen, wie es dir geht. Also, meld dich einfach, wenn du Sehnsucht nach einem Bruder hast. Jederzeit. Bist du geschockt? Ich weiß nicht. Ich habe sowieso nie verstanden, was Bianca von dem Pascal will. Schon sonderbar, wo die Liebe hinfällt. Und wie schnell sie wieder verschwindet. Glaubst du, unsere Liebe wird verschwinden? Liebe verschwindet nicht einfach so. Sie ist vielleicht verschüttet oder unmöglich, aber sie ist nicht weg. Heißt das, wir werden uns für immer lieben? Ja. Vielleicht konnte Bianca deswegen einfach so in den Urlaub fliegen. Vielleicht, weil sie Pascal nie richtig geliebt hat. Ja. Scheiße ist es trotzdem. Was hast du eigentlich gemacht, so allein auf der Parkbank, bei der Kälte? Ich dachte, du bist längst am Meer. Ich hab's mir anders überlegt. Ich hab mich schon gewundert, dass du überhaupt alleine fahren wolltest. Was ist denn eigentlich los? Möchte ich jetzt nicht drüber reden. Klar. Aber alleine wegfahren würde mir auch keinen Spaß machen. Hier. Du hast ziemlich Temperatur. Die anderen werden sich ganz schön wundern, wenn sie erfahren, dass du deinen Urlaub im Park von Gut Wellinghoff verbringen wolltest. Ich bin auf Mallorca. Bitte behalte für dich, dass ich nicht in Urlaub gefahren bin, ja? Sag's niemandem, auch Bärbel oder deinem Vater nicht. Das ist unser kleines, persönliches Geheimnis, ja? Aber warum? Muss ich das jetzt erklären? Nein, natürlich nicht. Lass mal sehen. Mir wäre es wohler, wenn wir einen Arzt rufen würden. Brauch keinen Arzt. 38,7 fällt bei den Bergers unter die Kategorie erhöhte Temperatur. Na gut, aber wenn es morgen nicht besser ist, dann rufen wir einen Arzt. Meinetwegen. Ich möchte nicht an einer Lungenentzündung schuld sein. Ich habe mich nur ein bisschen verkühlt. Ein bisschen ist gut, du gehörst ins Bett. Eddie, du kannst jetzt gehen, ich komme allein klar. Nicht bevor du in deinem Bett liegst und schläfst. Danke. Ich glaube, du hast wirklich ein bisschen Fieber. Ich fühle mich wie erschlagen. Hast du dich irgendwo verkühlt? Keine Ahnung. Mir ging's schon den ganzen Abend nicht gut. Hast du dich angesteckt? Heiße Zitrone und eine Nacht lang ordentlich schwitzen, dann wird es schon wieder. Ich bin gleich bei dir. Oder soll ich im Gästezimmer übernachten?
Oliver? Irgendwie beneide ich ja Bianca. Ach ja? Mhm. Sie liegt in der Sonne. Und dich ist sie los. Werd jetzt mal bloß nicht albern, ja? Das war doch nur ein kleiner Scherz danach. Ich werde heute Nacht wunderbar schlafen. Ich bin ganz froh, dass Bianca weg ist. Mhm. Damit hat sie uns jede Menge Probleme erspart. So, wir sollten die nächsten Schritte einleiten. Der Feind ist schwach. Also Zeit für den nächsten Schlag. Ich würde mich ja wahnsinnig gerne daran beteiligen, aber wie du weißt, hat dein Kartilein immer noch keinen Zugang zu den Konteninformationen und Banksafes. Nur Geduld, mein Kartilein. Wir sind kurz vor dem Ziel. Sobald die Rechtsabteilung meine Vollmachten abgesegnet hat, wirst du meine Assistentin. Aber vorher darf das kein Mensch erfahren. Ich kann es kaum erwarten, bis wir es bekannt geben. Und die dummen Gesichter von Ariane und Alexander hätte ich dann gern auf einem Foto. Schön liegen bleiben. Ich liege nicht im Sterben, Eddie. Wann betätigst du dich als Arzt? Heutzutage braucht man einen Nebenjob, um über die Runden zu kommen. Das gefällt mir gar nicht. Es ist gerade mal morgens und du fühlst dich schon ganz heiß an. Hast du noch ganz schön geschwitzt? Du hast nur frische Bettwäsche. Da drüben im Schrank. Mal einen Tee.